So, hallihallo, hallöle, Grobi hier, heute mal live am Steck und ich sehe wieder scheiße aus. Ist egal. Es sieht so aus, als wenn ich kaum Haare auf dem Kopf habe. Ist aber nicht so, ich habe Haare drauf, das ist nur, weil die blond-grau sind oder grau-blond. Scheißegal. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Genau, ich will einfach nur mal testen, wie das hier so funktioniert. Ich habe jetzt mal meine Webcam gestartet, also Spiel starten, muss ich wieder umschalten, um dann erspannen zu können. So war das. Mich wundert so, dass das jetzt hier alles sofort gezeigt wird. Hier. Das ist ja, und ich habe natürlich jetzt mal. Oh, das vielleicht doch zu stark. Na. Einmal so, einmal so, einmal so. Und einmal dazu. Das ist, glaube ich, doch ein bisschen zu stark. Ne? Kann man das so machen? Bin ich zu, ist es zu dunkel? Schreibt doch mal in die Kommentare rein. Ist das so besser? Bin ich das jetzt mehr? Nee, ne? Muss ein bisschen höher. Ja. Ich wurde mehrmals schon gefragt, warum ich nicht live streame, wenn man nur aufgenommen habe und hast nicht gesehen. Richtig. Warum? Ich weiß nicht warum. Ich habe da keine Erklärung für. hoffe, das nehme ich jetzt auch auf da, ne? Die Musik, der ganze Kacker hier. Ja, ich glaube schon. Ach, guck mal, jetzt ist der Ton da. Nur weil ich jetzt öfters mal umschalten muss hier, oder wie? Naja, ist egal. Ich will das einfach nur mal testen. Wieder irgendwie verkehrt rum. Also ich bin jetzt nach rechts. Ja, von euch aus gesehen ist es ja dann ich auch rechts, weiß ich nicht. Seht ihr, warum ich nicht immer so live streame? Weil ich nur Scheiße da war. Aber wie gesagt, ein Abo wäre mir recht. Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Daumen nach unten, ihr kennt mich mittlerweile. Einfach mal Feedback in die Kommentare reinschreiben. Man kann ja nur besser werden, ja? So, jetzt denke ich mal, dass er gleich hier los geht! Athens Segen zieht sich in den Bann. Dein Preis fängt gerade erst an. Nee, Reise fängt gerade erst an. Und das geht los jetzt. Pirat wird angeheuert. Crew und so weiter und so fort. Ja, wir nehmen mal eine Schluppe. Segel setzen ist wohl ganz klar. Na, guck mal, was ich da in der Hand halte. Hier so eine Dynamit. Was? Ja. Glaube, ich werde mal Fernsehen aus. Mir gehen würde, wollte ich ja kein Fernsehen. Aber es geht ja nicht an mir. Aber ich gucke eigentlich recht selten Fernsehen. Bin mehr hier am PC und gucke YouTube und hast nicht gesehen. Können wir jetzt langsam anfangen? So weit bin ich ja gar nicht. Geht das hier noch? Ja, mal guck mal hier, warte mal kurz. Yay, die Pause geht noch, bin gleich wieder da. Und das geht auch noch. Und das geht auch. Ja. Guck mal, ziemlich spät. So, ihr Lieben. Do you have business with me? I think we're done here. Was ist hier? Ah, Ina. Weiß, also ich kann jetzt nicht einschätzen, also wenn ich jetzt Anfänger wäre, quasi, wüsste ich nicht, was auf was für eine Insel ich komme oder bin. Captain Heat. Ich weiß, dass hier irgendwo mal was gestanden hat, wo wir uns jetzt gerade befinden. War das nicht noch hier beim Piratenkodex? Das hat hier irgendwo gestanden. Problem ist nur. Oh.
Das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Red Pirate Duke Fort Farnus, das denn? Dieser Pirat hatte die Idee, die eigenen Fähigkeiten und Geschichten als Lehre und Mahnung für zukünftige Seeleute niederzuschreiben. Gut, dass der Arme des Gesetzes nicht bis in die Sea of Thieves reicht. Okay. Kann man da was erkennen? Aber das ist, ich spiele das Ding jetzt schon bald 2 Jahre, das habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, weil man immer nur so oberflächlich reinknallt. Das ist ja neu hier. Auch nicht gerade neu. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, man konnte hier irgendwo sehen, auf was man für eine Insel es ist. Sonst muss man immer gleich hier zum Schiff rennen und auf der Karte gucken. Das war mir immer zu blöd. Ich meine, ich hätte das mal hier irgendwo gesehen, dass man uns preisgibt, auf was für eine Insel ich jetzt hier gerade bin. Und das ist leer. Oh. Maden, Maden, Maden. Und ich, ups, das ist mal blöd. Ich muss mal wieder ein Stück zurückgehen. Okay. Okay, Vita. Oh, Flameheart. Da hinten ist er. Da, seht ihr. Da ist die Sonne. Ja. Also, ja. Ja. Gut. Das ist ja jetzt auch nur ein bisschen hier so just for fun. Just for fun. Einfach nur mal so latschen, laufen, sinnlos rumquatschen und ups. Oh, da, guck mal. Da haben wir noch was. Haben wir denn jetzt zusammen? 5, 10, 5. Oh, das ist mal blöd. Viel zu wenig. Ja, was soll's. So, wenn hier einer. Nein, ist keiner, oder? Ma'am, hat man sie geschlagen? Mit Madame Olga sprechen. Ich habe dabei jetzt keinen Bock drauf. Wo war das mit dich, Jung? Auch schon goldig aus. Ja, ey. Naja, okay. Warte. Also, genau. Handelsfrau. Oh, guck mal. Segelbildchen. Hat man auch nicht alle Tage. Ruderbootrug. Was ist denn der? Okay. Wir nehmen mal das Ruderboot mit. Ja. Aber so, das meine ich jetzt hier. Auf der Karte kann ich erst sehen, was für ein Außenposten ich bin. Also Golden Sand. Okay, und wir haben keine Karten. Nein. Können wir mal die Lichter ausmachen. Mache ich immer grundsätzlich immer alle aus. Auch unten. Und das reflektiert hier schon. Und hüpf. Und auch so. Da kann man auch ausmachen. Da kann man auch ausmachen. Hier setze ich schon mal die Flagge auf. So, was nehmen wir denn? Und ich nehme einfach mal hier farblos. Oh, das Gewitter kommt immer stärker und immer näher hier. Immer näher, immer näher. Okay. Ui. Gucken, wie weit ich komme. Ach, bin gegen die Maske geknallt.
Na ja, gut, man kann ja auch dahin. Genau, wollte ich eigentlich nicht hin, aber. Das wollte ich. Na gut. Mal gucken, ob sich da irgendwie was geändert hat. Das können leider nur die Legenden. Muss ich sagen, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, über ein Jahr, um Legende zu werden. Musste es teilweise so intensiv spielen und die Zeiten hat man ja auch nicht. Nicht so wie manche YouTuber den ganzen Tag vor der Kamera hängen oder andere Leute nerven. So, da sind wir jetzt in der Legendenhöhle. Da können wir zum Beispiel unsere Spezialaufträge holen. Da haben wir da ein paar Musikanten. Das sind alles so Geister, mit denen kannst du nicht reden. Außer mit denen hier. Den kennt ihr auch, den Blindbob? Blindenbob? Was ist mit dir, Luke? Was hast du denn anzubieten? Ware durchstöbern. Also, den habe ich jetzt vor kurzem. Legendäre Schatzsucherkostüm. Erfordert die Belobigung Herrschen mit Legende in Seas Heaven. Ach so, ja, das ist ja diese fünfmal. War da noch was? Da, hier muss ich gehen. Leider nichts freigeschaltet. Könnt ihr mal sehen, was man hier alles noch machen muss, um überhaupt mal irgendwas zu bekommen. Ich finde es manchmal auch schon ein bisschen übertrieben, aber okay. Wollen wir mal nicht rummaulen, Riegel benutzen. Das ist doch, glaube ich, ah ja. Und Schlabberlätzchen da an, sprich. You've done well to make it here. Meister von Antens Segen. Schalte den Titel Meister von Antens Segen frei. Kann ich noch nicht als eine Kette vor, da muss ich nämlich 20 haben. Was ich auch ein bisschen übertrieben finde. Ja, willst du? Ja. Ne, und naja, okay. Man soll ja auch das Spiel ziemlich lange spielen. Ne? Man soll ja sehr, sehr lange Spaß dran haben und nicht hier ruckzuck. So Fortnite-mäßig so hier, Feuer frei, ihr seid alle tot. Und ich verblöde, ich spiele Fortnite, ich verblöde sowas von. Okay, ne? Guck mal, da haben wir doch schon wieder einen kleinen Auftrag. Den gucken wir uns ja auch gleich mal zusammen an. Mal Kettenlicht, jawohl. Ist schon mal schön. Da ist nix. So, was hast du anzubieten, Liz? Die haben wir alle schon. Und was hat man, Alter, dem weiß ich nicht, 500.000. Wird beim Erreichen des Status Piratenlegende und der Ansehensstufe 10 bei Athens Segen freigeschaltet. Ja, was habe ich davon? Man sieht mich dann von Weitem. Obwohl. Ich nehme ihn jetzt nicht. Nee. Was ist denn hier noch gesperrt? Legendäre Kanone und legendäres Spiel. Spül, nennen sie Matrosen das Spül. Na, da fehlt doch hier, fehlt doch was. Achso, sind ja hier unten. Also Leute, ich bin eigentlich. Ich weiß nicht, wie David das geschafft hat. Der hat dann einmal irgendwie. Weiß ich, muss ich denn hier so drauf klatschen? Ne, ich schaffe das einfach nicht, auf dieses blöde Schiff zu kommen. Ne? Bin ich irgendwie zu dämlich. Was ist denn da? War denn da jetzt. Nein, nicht. Ich will mal ins Wasser. Geh mal runter. Bin da jetzt nicht was geglänzt? Luftblasen.
Naja, wenn wir werden sehen, was wir hier machen. Also ich schaffe es nicht, auf diesen Schiff zu springen. Ich muss David nochmal fragen, wie der das gemacht hat. Irgendwie, unten ja, ne? Irgendwie hat er sich da... Na, vielleicht sollte ich mal höher gucken oder so, keine Ahnung. Das ist mir aber auch jetzt scheißegal. Also zwei Dinge fehlen mir noch im ganzen Spiel, weil ich als Saga das Feld nehme. Da gibt es eine Truhe, die soll 25.000 Dublonen bringen. Ich habe sie noch nie gesehen. Okay, mein, ich habe sie bei anderen vielleicht mal gesehen, aber kann sein, ja, ich weiß nicht mehr. Das ist auch jetzt nicht so. Und der weiße Megadolon. Megadolon, Megadolon. Den habe ich noch nie gesehen. Und ich bin schon seit 2 Jahren dran, Leute. Was haben wir denn hier? Das ist so. Regnet's? Ich habe es mir gedacht. Achso, wir haben noch eine Karte bekommen. Auf Aschenrages erwartet dich schon jenseits des Meeres ein kostbarer Lohn. Das heißt für mich, ich müsste nach oh Gott, wie heißen doch mal die Inseln da hinten? Devil's Roar. Devil's Roar, glaube ich, war das, ne? Ja, die Vulkangegend. Ey, es hat mich doch ein Blitz erwischt. Nee, ich habe einen Blitz erwischt. Ah, jetzt schon. Mal gucken, ob wir nicht noch einen Hai finden. Hai. Schabbat schon ganz schön, ne? Wir fahren mal. Wir fahren einfach mal nach Kellenkopf. Ich habe jetzt keine Lust auf. Jetzt blöd, ob jetzt hier Feuerwasser kommt. Naja, das ist richtig, ja, ist klar. Mit dem Sturm drin. Ich wusste es. Da kommen wir mal erstmal an den Segel runter. Ach, ich habe das weiße Segel drauf. Scheiß mal drauf. Mal weg hier. Bitte hier. Gesehen. Wo kommt denn der Wind? Ja, okay. Hier schneller wegkommen. Wow, das ist ein Unwetterchen, ne? Machen wir bei Sonnenschein. So. Kann man jetzt schon die Meisterschiffe sehen da hinten? Weil, naja, bei klarem Wetter. Was dann natürlich ein Problem hat. Cove. Da ist schon das Holzsteg. Der hat schon was aufgeblinkt. Nochmal bisschen so die Wasseroberfläche an hier in der Nähe, wenn nämlich hier eine Meerjungfrau winkt,
Dann haben wir da oben ungebetene Gäste. Geben wir mal ein bisschen. Hier so stehen bleiben. No, ich bin richtig von dem. Komm noch bis da vorne hin. Ach, guck mal da, Sprengfässchen. Gut, alle raus. Das war wieder zu weit, aber egal, wir schaffen es. Wir haben das volle Logbuch lesen. Rätselhafte Karte nehmen. Ja, machen wir doch. Du kommst mir so lange mal hier hin. Das ist mir zu gefährlich. So. So, was haben wir denn hier noch? Leckerlecki. Naschi-Naschi. Wir haben es weggefressen. Ja, dann gehen wir doch mal gucken, was wir da so machen können. Nee. So, jetzt ist sie ja. Da haben wir doch schon. Oh, da müssen wir da halten. Was ich nicht ab kann, ist. Na, seht ihr die Kreuze oben? Sind wieder so verstreut. Ich um Schätze lesen, also Karte lesen, dann ist bei mir. Wie die Wurzel aus 20 rausholen. Na komm, da haben wir das schon. Och, guck mal, da kann man direkt schon festkennen. Eieieiei. Eieieiei. Ich brenne. War das die rote Flamme oder war das die blaue Flamme? Blaue Flamme ist, glaube ich, wenn mich ein Hai auffrisst, oder? Ich kann es jetzt sogar. Kann es jetzt wirklich nicht sagen. Das müsste ich wirklich mal austesten. Hallo. Ja. Was haben wir denn hier so? Also wie gesagt, just for fun. Einfach nur mal reingucken. Oh, dir geht's aber wirklich nicht gut. Ist nur mal so. Eigentlich auch zum Testen hier mal. Wie komme ich eigentlich da hoch auf diesen komischen Felsen, wo man. Ja, diesen Felsen hier. Wie komme ich hier hoch? Da will ich hin. Ich glaube, man muss die hochschießen, ne? Leute, habt ihr keine Idee? Tauch einfach mal und hoff mal, dass jetzt hier so ein Hai antanzt. Ich will halt jetzt wissen, was ist, wenn ein Hai mich zerstört? Was für eine Flamme, also Schicksalsflamme bekomme ich da? Und ich glaube, bei Skelett, also verbrennen quasi, nicht Skelett an sich, sondern verbrennen, bekommt man eine rote Flamme und Skelett. Grün, glaube ich. Grün. Grün war genau. Skelett. Und blau war, glaube ich, doch. Hi. Hi, bitte. Hi. Also, ich mache das jetzt so. Ich werde mir jetzt mal eben einen Kaffee holen. Bleibt ihr hier? Lauft nicht weg. Ich weiß, wo euer Haus wohnt.
Ja, da bin ich wieder. Und ich sehe immer noch kein Hai. Hai. Habe immer das Gefühl, seit die dann diese Sommer-Challenger rausgebracht haben, wie Haizähne und hast nicht gesehen, sind die jetzt ein bisschen rar, ne? Ist mir aber jetzt egal, die schwimmen da jetzt lang. Möchte jetzt vom Hai umgebracht werden. Wenn jetzt so lange, bis mich ein Hai erwischt hat. Und sogar noch dabei spielen. Ja, schon sieht ja schon geil aus mit dem Flemmhart, ne? Flemmhart. Da kommt da und noch einer. Jawohl. Ist das nicht sogar die Musik, wo man mit Haie denkt? Na, ihr beiden Hübschen. Jawohl, danke. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Müssen wir das echt mal aufschreiben? Blau, ja doch. Hai ist blau. Das muss ich mir aufschreiben. Ich habe hier so viel hingeschrieben. Ich schreibe einfach mal hier Hai. Hai ist blau. Ja, ich weiß, was ich damit mache. Blau. Also Flammen. Flammen. So, dann lasse ich mich gleich mal vom Skelett zerstören. Aber erstmal nehme ich die Flamme und setze die erstmal bei mir. Oh, ganz unten. Laterne, Flamme ausrichten. R. Sehr gut. So, jetzt müsste ich ja eigentlich, normalerweise müsste ich mich ja da hochschießen. Oder ist das nicht hiermit? Doch. Weil ich wüsste sonst nicht, wie ich da hinkomme. Na. Und wenn ich Glück habe. Jetzt habe ich mal wieder. Nee, komm bitte. Ah. Meine Kacke, ey. Hat wehgetan. Müsste ich den etwas nieder, nee, vielleicht sogar höher stellen. Wegen der Flugkraft hier irgendwie. Komm, was ist denn jetzt hier? Komm, stell die mal nicht zum Mädchen auf dann hier, Jung. Spring da jetzt drauf. Also. Nee, ich glaube, man kommt so nicht drauf. Irgendwie muss man sich da hochschießen. Glaube es. Ich weiß es nicht. Schreibt mir in die Kommentare rein. Wisst ihr, wie man hier hochkommt? Nee. Ich versuche noch mal die Einstellung. Heißt also. Höher mache, fliege ich nur höher, nicht weiter. Es war ja knapp, es war ja wirklich knapp. Oder ich setze den doch mal tiefer. Das war mal wieder scheiße.
Mein Gott, warum sabber ich denn so? Nein, ich setze den was höher. Das war absolute Kacke. Das hat doch wehgetan, Leute. Das hat doch wirklich richtig wehgetan, oder? Also, wir setzen ihn niedriger. Fühlt sich hier ein zurecht. Kommt schon, lauf. Junge, Junge, Junge. Ja, ich komme gleich. Das war noch zu... Ui, 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 ui. Paps! Aber nichts passiert. Cool. Habt ihr den Skelett gerade gesehen, der an mein Schiff hingehen wollte? Oder auf dem Weg zum Schiff war? Bananen aufnehmen, das aufnehmen, Bananen aufnehmen. Ein bisschen noch was. Ulkig, ne? Also, noch ein bisschen niedriger. Wie gesagt, wenn einer weiß, wie man sonst da auf diesen Berg drauf kommt, ja, lasst mal einen Kommentar da. Schreibt mal in die Kommentare rein und gebt mir mal wertvolle Hinweise. Gleichzeitig könnt ihr auch ein Abo, ja, wäre mir recht. Und einen Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Daumen nach unten, ihr wisst, kennt mich jetzt mittlerweile. Einmal ein Feedback. Man kann nur besser werden. Und ich weiß, es nervt. Aber egal. Besser euch. Hört mal jetzt immer noch was tiefer. Das war, glaube ich, wieder zu tief. Oder aber auch... Hä? Leute, 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 das kann nerven. Das kann richtig nerven. Noch tiefer, wenn ich noch tiefer. Ich meine, je tiefer ich gehe, desto der Winkel, da fliege ich doch weiter weg. Oder ich muss mich irgendwie anders hinstellen, den Schiff weiter weg. Na du, ich würde dich wäre ein Rückback. Wollen wir das jetzt noch mal ein bisschen niedriger setzen? Rafft das nicht, ne? Ich raff das wirklich nicht. Also ich bin der Meinung, je niedriger ich den Winkel von der Kanone mache, weiter fliege ich doch, oder nicht? Müsste den noch höher machen. Ich werde den jetzt noch eine Stufe niedriger reinsetzen. Ich bin mal gespannt. Das nervt zwar jetzt hier wieder diese Rennerei ewig, aber muss ich irgendwie rauskriegen. Solange man hier nicht irgendwie gestört wird. So, jetzt gehen wir noch mal. Noch niedriger. Nee, das wird nichts. Das wird einfach nichts. Ich kann das einfach nicht vorstellen. Glaube ich nicht, ne? Tatsächlich. Das ist eine Frage, komme ich jetzt... Jetzt komme ich natürlich hier nicht hoch, oder? Doch, 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 doch. Ja, ich habe es geschafft. Warum auch immer. Irgendwie finde ich es total unlogisch.
Ich habe die blaue Flagge angemacht. Ja, gut. Jetzt gehe ich mal den Weg hier runter. Vielleicht finde ich ja. Achso, guck mal, was wir da noch haben. Vielleicht finde ich ja einen Weg von innen irgendwie. Setz mich da jetzt einfach mal drauf. Sitzen. Aber das ist ein Gruppenstuhl. Also da müssen da drei Leute. Was sind da denn da unten? Bin ich denn da? Aua, tut ja doch weh. Ach, schau mal an. Die Höhle. Ah. So geht das. Ja. Also man muss sie auf jeden Fall hochschießen, das ist schon mal ganz klar. Aber das mit dem Winkel habe ich trotzdem immer noch nicht kapiert, aber also ich fand es jetzt unlogisch. Knallt. So geht das. Anders. Ja. Hier in der Gegend hatte ich auch mal Glück. Da kam ein Skelett mit einem Goldrucksack, also ein Rucksack voller Gold. Aber das war halt echt Geld. Wie viel das genau sind, kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls konnte ich mir da einiges was von holen. Du kannst ja Icons mit Echtgeld kaufen. Oder du hast Glück, dass dir so ein Skelett mit so einem Sack voll Geld oder Gold, den musst du da natürlich dann schnappen, kaputt machen. Dann hast du auf jeden Fall ein paar Euro da drauf. Aber geblohnt. Ich sag Euro. Also. Gut. Also man kommt so auf diesen Felsen nicht drauf. Man muss sich hochschießen. Und ihr habt ja den Winkel gesehen. Haltet den euch mal schön fest. Das Unwetter kommt auch noch hier. Okay. Endkauf. Seeposten Nordstar. Twinkruf. Genau, ich wollte mir doch von Skelett kaputt machen lassen. Und dann glaube ich grüne Flamme oder rote Flamme. Rote Flamme war glaube ich, wenn ich verbrenne. Wenn das Skelett mich kaputt gemacht hat, dann kriege ich diese grüne Schicksalsflamme. Richtig wenig los hier. Aber ich muss mich ja jetzt auch fertig machen. Ich muss mich gleich noch mal zum Onkel Doktor. Der will mich sehen. Dann komme ich wieder nach Hause. Naja
gut. So, das war's. Test bestanden. Blaue Flamme hängt da oben. Ich würde mal sagen, wir hören, stören uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Grobi. Ciao, ciao.